So, hier bin ich wieder zurück. Ich habe eben noch mal einen Speicherstand vorgeladen, weil der hatte mir hier die ganzen Türme kaputt gemacht. Ihr habt es ja gesehen und ist mir dann mit zigtausenden Schwertkämpfern ins Lager gelandet. Deswegen habe ich noch mal einen Speicherplatz vorher gewählt und versucht die Mission irgendwie zu retten. Lotte de Puys ist tot. Das habt ihr ja noch mitbekommen. Kurze Zeit später hat der Gegner mich dann überrannt. Ich habe einfach zu viele Truppen verbraucht. Und hab dann unten nicht mehr die Lage unter Kontrolle gehabt, im Westen. Südwesten die Lage nicht mehr unter Kontrolle gehabt, das war echt nicht gut. Jetzt hab ich's anders gelöst. Eure Zeit ist um. Ich hab die Türme jetzt ein bisschen anders platziert. So, schauen wir mal, dass wir die Schlange noch down bekommen. Die Männer, die wir haben, müssen eigentlich reichen, um das Schlange Kopf abzuhacken. Na, schick. So, und jetzt hole ich mir erstmal Holz, damit ich auch die Plantagen nutzen kann aus dem Norden. Im Grunde meines Herzens bin ich auf eurer Seite. Da unten müssen wir jetzt wieder eine epische Belagerung abwehren, meine, aber das wird jetzt kein Problem mehr sein. Ich vertraue meinen Männern mal, dass die das machen. Ich glaube trotzdem gucken. Die Leute, die oben rumgammeln, noch halt Verstärkung. Ich muss das auf jeden Fall schicken. Oh, unsere Waffenklammer. Waffenkappe ist gleich wieder voll. Das muss direkt an die Waffenkammer gebaut werden. Auf, hallo. Eine Nachricht vom Wolf. Könnte mir vielleicht irgendwer diese Pestbeule vom Hals schaffen? Nein. Können ja wohl, nein. Maulai. Die Männer lieben mich. Al-Hassan Sari. Hoffe ich doch. Al-Hassan. Boah, also der Wolf in dem Part hier, der ist echt episch anstrengend. Das noch mit Unterstützung des Schweines, ein fast unschlagbares Team. Wir benötigen mehr Holz. In der ersten Hälfte der Mission. Ich habe alle Hände voll zu tun, mich hier gegen den zu verteidigen. Was ihr auch unschwer erkennen könnt. Wie gesagt, ich habe die Mission am Vormittag schon mal versucht und etliche Male kaputt gegangen. Ich weiß nicht, 5, 6, 7, 8, 9 Anläufe bestimmt. Dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt ihr bin. Ihr habt nicht genügend Güter. Eine Nachricht. Also ihr seht schon, das ist echt nicht ohne und die Missionen werden total schwer, ne? Sind echt nicht zu unterschätzen. Hat er eigentlich Steinvorkommen gehabt, hier oben die Schlange? Nein, leider nicht. Keine Steinvorkommen. Das ist schade. Bauen uns jetzt mal hier eine Kirche. Das können wir nur noch für die Beliebtheit tun. Nicht mehr viel. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Können noch einen Gattenpflastern hier. Fähnchen aufstellen für die Moral, die Soldaten. Ich muss mal gucken, ich bin am überlegen, ob ich den überhaupt mit Katapulten und sowas angreife. Er hat ja ewig dicke Mauern. Normal dadurch, dass hier oben seine zwei Torhäuser einzunehmen, seine Vorderseite hier oben zu belagern, wo er die Brücke stehen hat, reicht eigentlich völlig aus. Also das ist echt ein harter Kampf hier um die Steine vorkommen, das ist echt episch. Wie hart immer um die Steine gekämpft wird in jedem Part. Das ist schon fast krank, ey. Das Volk liebt euch, mein Lord. Jetzt will ich doch hoffen, dass mein Volk mich liebt. Wir haben fünf Bierstuben. Ich baue jetzt noch eine sechste. Das Volk huldigt euch, Sire. Ah, lass das Volk mal machen. Steht schon hinter mir, das passt schon. Wir benötigen Gold. Haben meine Türme aber ganz schön gelitten. Zumindest meine Besatzung auf den Türmen. In Bewegung. Ganz schön gelitten. Eine Nachricht vom Wolf. Und wenn ich eigenhändig die Mauern eures Schlosses niederreißen muss, ich hole mir euren Kopf.
Bogenschützen bereit. Ich such's mal, ne? Mein Bogen ist dabei draufgehen, ne? Alter Mann, alter Narr. Haha, wie geil. Ich hab schon einen Plan, wie wir den fertig machen. Wir holen uns jetzt 100, 200 Briten im Bogenschützen. Und dann schleichen wir uns hier neben entlang. Und dann postiere ich die genau hier oben, an der Spitze seines Eckturmes hier oben. Und lasse die ganze Zeit hier diese Region beschießen. Dann hat er nämlich keine Zeit mehr, meine Steinlager als abzugreifen. Nix da, ich bin der größte Herrscher hier auf dem Platz. Laberst du, du. Ich bin der größte Herrscher, nur ich alleine. Das heilige Land wird mir gehören. Import mit dir, böser Wolf. Die Schwein natürlich auch. Wir benötigen Gold. Ich glaube, das Schwein stirbt in dem Party zuletzt. Habe ich eben mal so entschieden. Was ist denn hier los? Dieses Mal werde ich euch... Du Bauer! Dieses Mal werde ich euch... Laffe! Du bist ein Laffe. Eine Nachricht vom Wolf. Und wenn ich eigenhändig die Mauern eures Schlosses niederreißen muss, ich hole mir euren Kopf. Wir holen uns jetzt gemeine Steuern von unserem Volk. Brauchen Geld. Das Volk huldigt euch sein. Der Feldzug will finanziert sein. Ich weiß, es ist gemein und egoistisch, aber wir brauchen Gold. Ich will den Herzog in die Knie zwingen. Wir benötigen Gold. Gebäude stehen in Flammen. Und das? Rücken aus. Ach, hier oben schon wieder. Es soll doch nicht mal Feuer spielen. Die Holzvorräte sind zu knapp. Gebäude stehen in Flammen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Oh, die Holzvorräte sind zu knapp. Ihr habt nicht genügend Gold. Ja, das kennen wir schon. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht kommt dort platzieren, noch platzieren, my lord. Kommt jetzt und Schicht im Schach. Ich hab dafür entschieden. Beschlossene Sache. Ah! Bekommen Holz. Epic. Guckt euch das mal an, was der da oben so geile Weidenplantagen hat. Wo? Wo? Ich baue jetzt mitten ins Kriegsgebiet, baue ich jetzt Plantagen. Eine Nachricht vom Wolf. Und wenn ich eigenhändig die Mauern eures Schlosses niederreißen muss, ich hole mir euren Kopf. Versuch's und du wirst sterben, Wolf, ich schwör's dir. Lass meine Burg fliegen. Na nur, Paul. Du wirst bei dem Ansturm deine ganzen Männer verlieren, ne? Und noch mehr. Wir benötigen Gold. Das Volk liebt euch. Ey, echt krass, wir verlangen mittlerweile... Das Kammer leert sich. Verlangen wir gemeine Steuern von unserem Volk. Unser Volk liebt uns aber trotzdem noch. Weil wir das mit Bier und anderen Sachen ausgleichen können. So, wenn wir jetzt genug Pferde haben, dann werden wir so langsam was sicher mal aufs Ufer vorrücken. Und wie schon eben erwähnt, hier oben irgendwo einen Reiter her platzieren, dass wir den endlich mal der Beschuss nehmen können. Das ist ja fast schon eine Schmach hier, dass er nach Lust und Laune uns bekämpfen kann hier. Das geht so nicht. Wir benötigen Gold. Ja, das liebe Gold. Ich will eine Kapelle und gleich noch eine Kathedrale. Meine Männer sind im Anmarsch. Ihr werdet mir keine Sorgen mehr machen. Ach ja. Und du wirst mir nicht mehr drohen, Digga. Alles klar, nun seid ihr.
Wir benötigen mehr Gold. Das Volk liebt euch, my Lord. Zum Ruhm? Ein erträglicher Aufwand. Was sind denn deine Männer? Sind schon tot, bevor die Belagerung überhaupt begonnen haben, ey. Opfer. So muss das laufen. Also heute Morgen war ich ja echt fast am Verzweifeln, aber ich glaube, gleich wird es heißen, Sieg der Löwe kann wieder brüllen. Jetzt habe ich mir erstmal ein Schlückchen Kaffee verdient. Geil, Kaffee. 125 für Erde ist noch ein bisschen mager, wa? Ein paar mehr sollten es schon sein. Ihr seid der größte Herrscher. Er greift auch mittlerweile meine Türme nicht mehr an sich, Gott. Das ist echt gut. Ich kann mal nachschauen, wie viele Bögen wir in der Kammer haben. Vielleicht können wir noch was verkaufen. Was haben wir denn die Waffen? 47 Bögen. Ich bringe fast 1000 Gold, das ist sehr gut. Apropos Gold, ich wollte doch noch eine Kapelle haben. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Ich hatte gerade minus 6, was geht? Weil kein Essen war, da war. So, was meint ihr, Leute? 200 Pferde? Vielleicht die Finanze? Wir speichern mal. Heute habe ich viele Speicherplätze gemacht. 4 Stück. Speichern. So, was können wir dann noch verkaufen? Jetzt greift da irgendwas an hier bei mir. Ich hab gerade gegen Steine geklatscht, das war wohl hier vorne noch. Ist nicht ganz so schlimm. Los, liebe Holzfäller, hackt Holz! Ich bin dafür, dass wir jetzt angreifen. Angreifen, 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 ich will angreifen. Wir haben meinen Turm kaputt gemacht, nein! Schenkt dem Schwein das Leben, bitte! Ja, noch eine Hopfenfarm, ey. Voll die Süffer hier in dem Part. Noch eine. Epic. Ach komm, brauchen wir auch noch eine Brauerei, was soll's. Bockenschützen kann ich. Ihr habt nicht genügend Gold. So, jetzt genug der Worte. Ich würde sagen, lasst uns angreifen, bevor er mit der nächsten Welle überschwappt hier. Würde ich sagen, lasst uns den Angriff beginnen. Versammeln wir das her. 165 Pferde. Ich hoffe, die werden uns reichen, zumindest um ihn mal ein bisschen einzuschüchtern. Überqueren wir den Fluss und Angriff. Vorwärts. 7 Stück schon verloren. Eieiei. 20 Pferde schon.